meine Damen und Herren, Bert Kempfert. Thank you.
Guten Abend. Darf ich Sie, nachdem musikalisch bereits eine Visitenkarte überreicht wurde, auch ganz offiziell miteinander bekannt machen und begrüßen? Bert Kempfert mit seinem Orchester und dem Botho-Lukas-Chor. Und das ist Ihr Publikum, die Gäste hier in der Hugenottenhalle von Neu-Isenburg und unsere Fernsehzuschauer. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute Abend in Konzert Bert Kempfert, geboren an einem 16. Oktober. Die Jahreszahl ist nicht so wichtig. Es war jedenfalls das Jahr, in dem die erste Sendung des Deutschen Unterhaltungsrundfunks ausgestrahlt wurde und der Dollarkurs noch circa 4 Billionen Papiermark betrug. Sie erinnern sich. Bert Kempfert ist ein ausgesprochener Waagetyp mit einem Hobby, das ich Ihnen verraten möchte. Er sammelt leidenschaftlich gerne goldene Schallplatten, die ihm für seine Millionenerfolge verliehen werden. Die Schallplatte ist auch das Tollste, auf das sich eine Nadel gesetzt hat, seit Marilyn Monroe gegen Pocken geimpft wurde. So lautete ein Slogan in Amerika der 50er Jahre. Und wir erleben nun nach dem Auftakt-Medley mit dem Solisten Ak van Rooyen, den ich vorstellen möchte. Einige Melodien, die schon evergreen sind. Viel Vergnügen jetzt mit Bert Kempfert und seinem Orchester und dem Botho-Lukas-Chor.
Das war der Kämpfer-Sound, wie er weltweit und über alle Altersgrenzen hinweg Anerkennung gefunden hat. Allerdings über den Umweg US-Hitparaden, denn der Prophet gilt bekanntlich wenig im eigenen Lande. Und das musste auch der Sohn einer Althamburger Familie erfahren, denn der erste große Erfolg, mit dem alles begonnen hatte, fand zunächst in Deutschland gar keine Beachtung. Erst in Amerika wurde es ein Weltschlager. Wunderland bei Nacht. Und davon, von dieser Zeit an, war dann auch Kämpferts Soft Sound ein Begriff. Frank Sinatra feierte mit Strangers in the Night, einer Komposition von Kämpfert, ein glänzendes Comeback. Für Elvis Presley hat Bert Kämpfert das Volkslied muss sie denn zum Städtel hinaus umgeschrieben in Woodenheart. Und Welthits für Nat King Cole, Al Martino, Dean Martin, um nur einige Namen zu nennen. Aber viele dieser Melodien haben sich im Laufe der Zeit so verselbstständigt, dass sie heute kaum noch mit ihrem Komponisten in Verbindung gebracht werden. Wir hören jetzt drei dieser Welterfolge, nämlich Love, Spanish Eyes und Remember When. Gesungen von einer schwedischen Interpretin, die mehr mitbringt als Talent und Erfahrung. Sie ist außerordentlich musikalisch, sie hat eine ausgereifte Stimme und vor allem etwas, was sehr wesentlich ist. Personality, persönliche Ausstrahlung. Silvia Vrethammer! Thank you.
are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Days in London town, we Yankee doodles all around, round elbows there with all the royalty. We still get such belly laughs just looking at these photographs. Remember when we made these memories? Was a handsome honeymoon. I can't remember, was it rain or were your eyes just filled with happy tears? All good things must end, it's true. So back to USA we flew. But who was happier than me and you? To really pitch while the land we open up. Remember when we made these memories?
Remember When hieß vorhin ein Lied, gesungen von Silvia Vriethammer. Und Bert Kempfert möchte jetzt auch Erinnerungen wecken, um einem immer noch vorhandenen Bedürfnis nachzukommen. Nostalgie nennt man das, Heimweh nach der Vergangenheit. Er hat einige berühmte Standards von Big Bands der Swing-Ära in seinem unverwechselbaren Sound neu arrangiert. Hören wir uns das an. Let's swing again! We'll be right back.
Sie waren ja der erste Europäer, der in den Vereinigten Staaten als Up-and-Coming Orchestra of the Year, das Zukunftsorchester des Jahres, ausgezeichnet worden ist. Wann war das? 1961. Und nicht zuletzt wegen des typischen Kämpfer-Sounds. Und was ist das eigentlich? Das ist ein Klangbild aus vielen Streichern, wie wir sehen. Dazu dann Blech. Und was gehört noch dazu? Der Chor und natürlich Rhythmus. Und vor allem auch die Solotrompete. Vielleicht können wir das einmal demonstrieren, diese markante Rhythmusbegleitung. Bitte! Dankeschön, das war der Rhythmus. Und vor diesem Klanghintergrund wird nun Silvia Brethammer drei weltbekannte Kempfert-Kompositionen singen, darunter Strangers in the Night, das 1966 gleich viermal mit dem begehrtesten Preis der amerikanischen Schallplattenbranche ausgezeichnet worden ist, dem Oscar der Schallplatte, sozusagen dem Grammy Award. Hier ist nun Silvia Brethammer noch einmal. Only finding loves that didn't last.
for the night was through. Something in your eyes was so exciting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Thank you.
Etwas interessiert mich noch jetzt ganz persönlich. Welche von den vielen Kompositionen, die Sie geschrieben haben, gefällt Ihnen am besten? Eigentlich alle. Kann ich verstehen. Alles Ihre Kinder, aber irgendein Lieblingskind könnte dabei sein. Ach, vielleicht Dankeschön. Dankeschön. Das war vielleicht auch ein Erfolg, mit dem Sie nicht so gerechnet haben. Sie haben mir erzählt vorhin, dass Sie es eigentlich nur so hingeschrieben haben, ganz schnell. Ja, es hat, glaube ich, 2 Minuten gedauert. Das kommt aber selten vor. Und dann dieser Erfolg. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss aussprechen. Mit großem Respekt vor Ihrem Können, Bert Kempfert. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Musik und für dieses Konzert. Dankeschön. Dankeschön, darling, dankeschön. Thank you for seeing you again. Says Dankeschön, Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Darf ich Sie recht bald wiedersehen? Alles war ja so wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Dankeschön. Wiedersehen.
Thank you.